Na, hat euch der erste Part gefallen? Mir persönlich sehr gut sogar. Wir machen weiter mit Welt 1, Captain Toad. Captain Toad will hoch hinaus. Dem allerersten Captain Toad Level überhaupt. Wie der andere mitspielen können, ist mir eine Frage. Gebe ich ganz ehrlich zu. Hier hatte Captain Toad seinen Ursprung. Also das war das allererste Captain Toad Level. Es sieht auf jeden Fall besser aus als auf dem Wii U Gamepad. Vor allem braucht man das Wii U Gamepad nicht mehr. Lesen wir als erstes den Text. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 grünen Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera mit R oder Steuerkreuz. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Gut, wir können hier mit dem linken Joystick laufen und mit dem rechten drehen. Wir können sogar mit Y sprinten, wenn uns hier alles zu langsam ist. Captain Toad ist echt ein super Typ. Ursprung hatte der Dude in Mario Galaxy. Eines meiner künftigen Projekte, was auch noch auf dem Kanal kommen wird. Wahrscheinlich nach 3D World. Wir gucken mal, wir übernehmen uns jetzt einfach mal nicht. Ich habe da immer ein bisschen Problem mit, dass ich ziemlich viel, ziemlich schnell alles machen möchte. Und wenn ich zu lange für was brauche, bin ich frustriert. Das erste Captain Toad Level ist tatsächlich nicht so schwer. Wer hätte es gedacht? Aber ich finde es krass, dass es das Spielprinzip geschafft hat, ein eigenes Spiel zu werden. Also so eine Story gab es bisher tatsächlich nur einmal in Nintendo, ja. Ich wüsste keine andere Story. Und da gibt es, glaube ich, in jeder Welt ein Captain Toad Level oder in jeder zweiten. Naja, wir werden es ja gleich sehen, nachdem wir das Level Bowser gibt Gas geschafft haben. Wir werden jetzt mit Mario starten. Passt am besten. Mario und Bowser, Rivalen und so. Creepy. So. Erstes Level. Hat mit Fußbällen zu tun. Die Fußbälle finde ich persönlich richtig, richtig cool. Und wir haben hier den ersten grünen Stern und ein neues Item. Kann man das Item nennen? I don't know. Es sind halt keine Ahnung. Es hat so einen Sternring. Gut, nehmen wir mit. Finde ich persönlich wichtiger als die Feuerblume. Warum, habe ich ja schon im letzten Part erklärt. Und hier haben wir dann den ersten Einsatz der Fußbälle. Und hier brauchen wir die Katze. Perfekt. Okay. Wunderbar. Okay, hier einfach drüber klettern und in den Würfel diven. Das war das erste Castle. Ist nicht schwer, aber der Gegner ist umso cooler. Bowser hat nämlich in GameStop-Aktien investiert und kann sich jetzt einen Porsche Cayman S leisten. Zudem hat er Anfang März letztes Jahr Bitcoin gekauft. Da hat er sich gedacht, ja komm, lass mal die Stoßstange hinten vergolden. Einfach nur für den Flex. Jetzt kommt Mario, gönnt's ihm natürlich nicht, klar. Weil er ist so, also Mario ist eher so der Typ, der shortet. Und der ein bisschen Geld verloren hat. Das wäre jetzt sein Auto gewesen. Er ist ausgerastet, verprügelt hier Bowser. Ganz locker, fluffig. Es läuft besser als gedacht. Ich
Ich war gerade selber von meiner Performance überzeugt, aber wahrscheinlich liegt es nur daran, weil ich so viel Scheiße laber. Und rein da. Gut. Befreien. Wir brauchen einen Namen für die Feen. Befreien wir Ursula. Ursula. Nennen wir die erste Ursula. Und. Warum explodiert das Glas, wenn wir gegen die Fahne springen? Aber die sehen auch hübsch aus. Aber sind mir persönlich zu klein. Ein Bowser-Sticker. Ah, da wollte ich euch die Funktion ja auch noch zeigen. Weil es gibt ja kein Miiverse mehr hier. Ein Hammer. Warum hast du dich nicht mit dem Ding befreit? Übelster Logikfehler. Und sie baut eine Glasröhre in Welt 2. In Welt 2 waren wir natürlich schon. Wegen dem Secret Exit. Ich wüsste nicht mal, wo der in Welt 2 ist. Aber wir können mal auf der Karte gucken. Ah, nicht porten. Und zwar könnt ihr hier die Liste angucken. Erstmal hier die Stempel. So sieht die Stempelkarte aus. Und hier könnt ihr die Liste angucken und dort können wir checken, was uns alles noch fehlt. In der Welt haben wir eigentlich alles. Ohne Ausnahme. Welt 1 hätten wir damit abgeschlossen. Wunderbar. Reiner. Gut, fangen wir hier in Welt 2 mit dem Stempelhaus an. Da gibt es in jeder zweiten Welt, glaube ich, eins. I don't know. Da schalten wir auf jeden Fall die grüne Fee frei. Also Ursula. Ich finde die Sticker, haben sie die verändert? Sind es neu? Oder sind es genau die alten? Oder ist die Grafik einfach besser? Also, dass die Grafik besser ist, ist mir schon im ersten Part aufgefallen. Aber dass sie so viel besser ist, krass. So. Das ist der erste Auftritt von neuen Gegnern, den, was sind das, Straußen? Flamingos sind es nicht, oder? Oh Gott, ich blamier mich. Nee, es ist ein Strauße. Ja, es ist ein Strauß. Was ist die Mehrzahl von Strauß? Streusel? Ich weiß, dass es nicht Streusel ist. Oh mein Gott. Ah, ich muss mir gerade ziemlich heftig gegen den Kopf schlagen. Ich habe es nicht anders verdient. Ah, da oben haben wir schon. Nehmen wir die Glocke mit. Und cheaten uns hier ein bisschen durch. Aber warte mal, wir müssen hier. Hä, wie kommen wir denn da hoch? Ah. Mit Skill. Der fehlt uns natürlich. So plus minus. Aber jetzt wollte ich euch mal kurz den Fotomodus zeigen. Warte mal, wo geht der genau hier? Und da können wir tatsächlich einen Stempel hinzufügen mit R. Und wir können den Stempel wechseln. Warte mal, wie können wir den Stempel wechseln? Ich habe absolut keinen Plan. Kann mir das Ding wer erklären? Naja, gehen wir erstmal hier in die Goldröhre rein. Da haben wir schon lange keine mehr. Und schauen, was uns hier erwartet. Also hier können wir tatsächlich sterben. Aber uns erwartet ein Goldregen. Wuhu. Perfekt. Die Röhren sind tatsächlich extrem selten. Also, ich
glaube nicht, dass in jedem Level so eine Röhre vorhanden ist. Perfekt. Dann haben wir unseren Fehler wieder gut gemacht. Gut. Wunderbar. Was haben wir hier? Meistens hat man bei den Feen Pixel-Luigi. Ich wüsste nur nicht wo. Da vorne ist Captain Toad. Naja. Wenn ihr einen Pixel-Luigi findet, gebt Bescheid. Oh mein Gott. Ja, Items brauchen wir jetzt eigentlich aktuell keine. Nee. Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, hier ist noch irgendwas drunter, oder? Münzen? Ein Stern? Gut. Naja. Geh mal hoch da. Gibt's hier noch was? Zeit. 100 Sekunden. Kann man was mit anfangen? Nee. Da kann man nicht hoch. Da weiß ich ja nicht, ob man hoch kann. Stempel ist auf jeden Fall hinterhergeworfen. Und ich glaube, wir sollten mal Captain Toad retten. Um noch einen weiteren grünen Stern zu bekommen. Der steckt nämlich in mehreren Leveln in Schwierigkeiten. Und es lohnt sich sicher, einem alten Bekannten auf die Sprünge zu helfen. Wunderbar. Miau. Wir bekommen Mario. Cool. Cool, 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 cool. Bekommen wir eigentlich nur Mario-Sticker? Mario ist so basic. So, wir schalten eine Bowser-Statue frei. Was es mit der auf sich hat, sehen wir gleich. Zuvor haben wir noch ein Schattenlevel. Du kannst während deines Abenteuers Amiibo nutzen. Ihr habt wieder... Die Amiibos haben wieder eine Funktion. Krass, oder? Ich weiß schon, wie man sie nutzt. Ich erkläre es euch gleich. Aber zuerst gehen wir in... unterirdische Schattenspielereien. Ah, ich wollte jetzt nicht Luigi nehmen. Ja, okay. Dann halt. Gut, wenn ihr nämlich... Ich weiß auch nicht, wie es geht. Ah, doch. Wenn ihr nämlich das linke Steuerkreuz drückt und eine Amiibo draufhält, ich habe jetzt Bowser, bekommt ihr einfach mal einen Stern, random. Okay. Dann halt. Und die Schattenlevel sind cool, weil hier ziemlich viel mit Lichteffekten gespielt wird. Sind zwar nicht so geil wie in Donkey Kong, aber ein Weg in die richtige Richtung. So. Was haben wir jetzt hier? Kommen wir hier irgendwie hin? Ah, tatsächlich, lol. Okay, den Stempel haben wir auch. Ich weiß nicht alles in dem Spiel. Ich habe es nicht so oft gespielt. Oh mein Gott. Aber es ist vor allem ein Spiel, was mein 15-jähriges Ich gerne gespielt hat. Komme ich da jetzt nicht mehr hin? Dein Ernst? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Machen wir es halt so. Oh Gott, was müssen wir machen? Was? Oh mein Gott, war das knapp. Da war der zweite grüne Stern. Und vor allem mit den Krallen kann man sich retten. Guck mal, hier ist noch so ein Nebengang. Und ist da Bowser? Nein, es ist nur Pappe. Machen wir sie kaputt. Und helfen Captain Toad erneut. Wunderbar. Was ist da oben drin? Okay. Den Gag hier habe ich nicht so verstanden. Und hier oben sind nur versteckte Münzen. Och, Alter. Wunderbar. Dim, 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 dim. Okay. Sind euch eigentlich schon mal die Flecken aufgefallen? Auf Luigis Kostüm? Mir noch nie. Oh mein Gott. Den Sticker finde ich auch ziemlich cool. Das ist einfach so eine Piranha-Pflanze. Perfekt. Und wir haben 30 Sterne. Okay, was können wir machen nach jedem Abenteuer? Ah, Schnappschüsse. Ja, nee. Setzen wir mal unsere grünen Sterne ein. Davon haben wir 30. Welt 2, 2. Zieh auf den Pustegipfel. Müssen wir jetzt echt pusten oder geht es automatisch? Ah. Da würde ich dann doch gern Peach nehmen. Du kannst dieses Level mit Hilfe der Berührungssteuerung spielen. Drücke R. Okay. Ah, okay. Okay. Viel angenehmer als auf der Wii U. Kein aufgezwungenes Gamepad. Oh mein Gott. Das habe ich mir das Spiel schon immer vorgestellt. Ich frage mich, warum sie es nicht so von Anfang an umsetzen konnten. Jetzt ist das Spiel halt echt ein 10 out of 10 Spiel. Ich frage mich, wie sie das Pusten umgesetzt haben. Das ist Pixel Luigi, habt ihr gesehen? LOL? Als ob man sich da umbringen muss? Das kann man halt echt nicht wissen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas ist. Und das sind Galumbas. Galumbas sind richtig coole Gegner. Es sind die besseren Goombas. Meiner Meinung nach. Die werden wir ziemlich oft sehen in dem Spiel. Und mit Peach kommt man hier auch richtig leicht hoch. Habe ich das Gefühl. Und holen uns so den ersten Stern. Wunderbar. Ah, habt ihr den Skill gesehen? Den fühle ich halt instant. So, was haben wir hier? Können wir hier auch was berühren? Oh, tatsächlich, wir können die kleinen Goombas zermatschen. Und unsichtbare Blöcke aufdecken. Was auch ziemlich cool ist. Also Baby-Goombas zermatschen ist eh cool. Bisschen teuflisch, aber ansonsten. So, und die Röhre hier ist mir eindeutig zu offensichtlich. Deswegen gehen wir da mal rein. Und haben erneut einen Stern ran, wie im letzten Part. Eben, wir haben mehrere von den Dingern. Das wird noch richtig lustig. So. Nee, nehme ich nicht mit. Oh mein Gott.
Wunderbar. Gerade noch so gerettet. Holy. Aber der Stern war jetzt nicht ohne. Gebe ich ganz ehrlich zu. Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel kommen. Das heißt, die Bewegungssteuerung werde ich jetzt mal wieder los. Ah, ne, wir brauchen sie. Okay. Perfekt. Mich wundert, dass wir den Stempel gefunden haben. Der war richtig gut versteckt. Oh mein Gott. Aber es läuft aktuell so gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist so ungewohnt. Nach Mario Sunshine ist es kein gutes Zeichen. Ah, hier können wir das Online-Spiel starten. So sieht das Ganze aus. Gehen wir mal in den Untergrund. Hier haben wir noch ein Toadhaus. Das bringt uns aktuell gar nichts. Also machen wir weiter mit dem Hügel hier oder mit dem Haus. Machen wir beides. Dann kann ich ruhig schlafen. Über die Kullerhügel. Ich habe gerade Toadbock drauf. Aber der ist so schnell. Was an sich nichts Schlechtes ist. Und hier ist der erste Stern. Alles klar. Oh nein. Ah, hier ein weiterer. Hier ist auf jeden Fall ein Grund, warum das Spiel keine 100er Bewertung bekommt, weil es doch nicht 10 out of 10 ist. Das habe ich total vergessen. Es gibt charakterabhängige Knöpfe. Die könnt ihr nur mit Mario drücken, die könnt ihr nur mit Peach drücken, die könnt ihr nur mit Toad drücken, die könnt ihr nur mit Mario drücken. Und es ist halt übelster Schmutz. Real Talk. Vor allem, wenn man da meistens den Stempel bekommt. Also ich kenne kein Level, wo man dann nicht irgendwas Relevantes bekommt. So. Drei. Oh mein Gott. Drei von den Dingern brauchen wir noch. Die Frage ist... Ja, komm, wir haben Halbzeit. Da muss irgendwo noch was sein, was relevant ist. Und hier geht die Kamera mit. Ist hier etwa noch was Relevantes? Der Pfeil zeigt mir ein bisschen zu offensichtlich nach unten. Okay, dann halt. Was haben wir jetzt hier? Unten haben wir auf jeden Fall... Oh Gott. Tote Verzweiflung. Oben auch, mehr oder weniger. Hier haben wir Bonusmünzen. Hm. Was hatten wir jetzt da unten? Als ob wir da nichts haben. Eine Abkürzung. Okay, so viel besser war es gar nicht. Ah, aber wisst ihr, was wir hier haben? Einen Stern. Und sowas kann später noch richtig nervig werden, so Level. Weil sie auf Zeit sind. Wunderbar, und es ist der zweite. Das heißt, wir haben nichts übersehen. Ja, come on. Sind wir da down, wenn wir da runterfliegen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Oh mein Gott.
Weil die Kamera ging wieder so komisch mit. Ich habe da irgendwie ein Gefühl für. Ich weiß auch nicht. So, haben wir kein Secret Exit oder so? Nö. Den vermisse ich noch irgendwie in der Welt. Weiß auch nicht warum. Perfekt! Dann hat Mario immerhin einen guten Job geleistet. Schade. Dann setzen wir Toad jetzt ein im Rätselhaus. Da brauchen wir eh ein bisschen mehr Tempo. Schon wieder ein Mario-Sticker. Das hat ja bald was von Sammelkarten, wo man irgend so Rotz 80.000 Mal bekommt. Und wieder ein Spielautomat. Habe ich euch ja schon im letzten Part gezeigt, deswegen... Ja, netter Bonus, bringt aber nicht wirklich was. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ah! Der Tod ist echt am besten. So, willkommen im Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen grünen Stern. Versuche so viel wie möglich einzusammeln. Nun tritt ein. Der müssen wir noch eine coole Stimme geben. Wir haben jedes Mal 10 Sekunden, um hier irgendwas zu reißen. Ich sehe da keine Probleme. Wow! Oh, wir bekommen sogar noch eine Katzenglocke. Perfekt. 2 Stück noch. Einer noch. Aber was kann schwerer sein als der Dude? Oh. Fire Bros, die haben wir noch gar nicht gesehen. Superb. Haben wir gut abgeschlossen. Da gibt es nachher natürlich noch härtere mit bis zu 20 grünen Sternen gefüllt. Wenn nicht sogar 20. Ich glaube, es sind sogar 20 grüne Sterne. Machen wir weiter mit den Galumbas hier. Und ich würde sagen, wir bleiben gerade bei Toad, weil den haben wir so selten gesehen. Aus dem Weg, Maxi-Gumbas. Alles klar. Eigentlich keine Gegner, genau gleich stark wie die kleinen Gumbas. Nur größer. Und an sich kein schwereres Level. So, dann sind wir heute wieder recht gut vorangekommen, tatsächlich. 2 Level fehlen uns noch. Der Secret Exit fehlt uns noch. Sehen wir alles im nächsten Level. Ich glaube, die Secret Exits holen wir einfach mal so nach. Im nächsten Part werden wir dann sehen, was das hier für ein Level ist, weil hier sehen wir auch ein neues Power-Up. Und wir widmen uns dem zweiten Castle. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blas mein Schuh. Tschüss und bis bald.